So, Freunde, auch schon. Das war. Ich hab nur halt auf Start gedrückt, ne? Nicht, dass irgendwas denkt. Ja, willkommen. Ich zeige euch jetzt meine Bibliothekswand. Weil ein Bücherregal kann man dann nicht wirklich dazu sagen, weil sowas Kolossales ist eigentlich kein Regal. Das ist eine Bibliothekswand. Und ich werde euch heute meine Bibliothek vorstellen. Ich werde euch alles zeigen, was ich hier habe. Natürlich nur oberflächlich. Ich werde nicht auf die einzelnen Werke eingehen. Das würde den gesamten Rahmen sprengen, beziehungsweise das würde das Zimmer sprengen, in dem der Rahmen hängt. Oder die gesamte Wohnung, in dem sich das Zimmer befindet, den Rahmen sprengen. Oder eigentlich das gesamte Häuserblock, in dem die Wohnung ist und das Zimmer auf den Rahmen hängt und immer so weiter. Das sind einfach viel zu viele Werke. Ich werde nur oberflächlich auf die einzelnen Segmenten, auf die einzelnen Genres, auf die einzelnen Werke und Kategorien eingehen, die ich hier schon einigermaßen klassifiziert habe, weil ich sehe, dass einiges jetzt nicht so an seinem Platz ist, wo es sein sollte. Aber ungefähr habe ich einen Überblick. Ich würde es so in diesen Selfie-Modus filmen und dann euch immer so, je nachdem, halt zu den Büchern hinschwingen. So. Ich habe die Kommentare durchgelesen. Ich fand die Resonanz sehr schön, dass einige von euch sich bereits für Bücher interessieren, hat mich sehr gefreut. Das heißt, dass ihr schon bei meinen weitgehenden und geplanteren Projekten sehr viel Spaß haben werdet. Ich habe Projekte geplant, wo wir über Bücher sprechen, wo ich euch die einzelnen Werke auch vorstellen werde, wo ich auch darüber spreche, wie ich zum Lesen gekommen bin, was ich alles gelesen habe und euch auch einige Bücher empfehle, so für Einsteiger, für Fortgeschrittene und, und. Also es gibt einiges auf dem Plan im Bereich Bücher. Ich werde direkt mal beginnen. Wundert euch nicht, ja, es kann sein, dass es hier sehr auffällig ist, dass das Bücherregal etwas schief ist. Ja. Das liegt daran, dass es Altbau ist. Meine neue Wohnung ist Altbau und die Wände, ihr wisst ja, über die Jahrhunderte, ja, diese Wohnungen wurden, weiß ich, 18 irgendwas gebaut, meistens 19, 20, ja, nach dem Ersten Weltkrieg auch ab und zu mal immer neu erbaut und seitdem verschiebt sich hier eine Wohnung normalerweise um zentimeterweise pro Jahr und jetzt sind die Böden meistens schief in den Altbauen. Dafür habe ich hohe Decken. Und das Positive ist auch noch, dass meine Nase in dieser Wohnung gerade ist. Weil normalerweise ist sie schief, aber in dieser Wohnung ausnahmsweise ist meine Nase auch gerade. Wo soll ich beginnen? Ich glaube, ich starte einfach mal da, wo ich auch mit dem Lesen begonnen habe. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen, wie ich mich dafür interessiert habe, wie es dazu kam, dass ich angefangen habe, Bücher zu lesen und, und. Wir haben genug Zeit, es werden noch Videos folgen. Ich möchte wirklich jetzt nur rein auf die einzelnen Werke eingehen. Also nicht auf die einzelnen, sondern mehr auf die einzelnen Genres, in denen sich die Werke befinden. Ich glaube, das allererste Buch, das ich wirklich gelesen habe, oder einer der ersten, war Psychologie der Massen von Gustav Le Bon oder Le Bon. Das befindet sich hier. So, das hier. Das war Psychologie der Massen. Das war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe natürlich nicht sehr viel verstanden. Ich habe mich anfangs sehr für Psychologie interessiert. Deswegen habe ich damit begonnen. Ich dachte, hey, was ist Massenpsychologie? Hört sich sehr interessant an. So allgemein, damals habe ich eigentlich mehr so YouTube-Videos angeschaut von Intellektuellen, die über bestimmte Themen gesprochen haben. Und es hat mich sehr interessiert. Immer so nebenbei habe ich League of Legends gezockt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich dann immer Vorträge angehört von bestimmten Persönlichkeiten. Oder einfach so Debatten, die über ein Thema diskutiert und debattiert haben. Irgendwann wurde mir das zu wenig. Da habe ich auch immer weniger gezockt. Talon wurde reworked. Da habe ich auch mit League of Legends aufgehört an dem Tag, als er reworked wurde. Hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, fang doch an selbst zu lesen. Weil diese Persönlichkeiten haben immer selbst über Bücher gesprochen. Und ich dachte, wenn sie ihr Wissen aus den Büchern schöpfen, dann solltest du es eigentlich auch mal versuchen und gib den Büchern mal eine Chance. Ich bin direkt auf Amazon. Für 5 Euro habe ich mir, ich glaube, es kostet immer noch 5 Euro, Psychologie der Massen besorgt, habe ich gelesen. Einiges habe ich verstanden, also einige Analogien könnte ich auch rückschließen auf die Gegenwart. Es war sehr interessant, aber da ich so eine hohe Sprache auch nicht gewohnt war, war es sehr schwer zu verstehen, weil die schon wirklich eine sehr anspruchsvolle Sprache geschrieben. Und da bin ich gleich weitergegangen. Das zweite Buch, was ich mir geholt habe, was mich sehr interessiert hat, war Malcolm X. Malcolm X fand ich ihm als Persönlichkeit sehr stark. Er ist einer meiner Lieblingspersönlichkeiten und Vorbilder, was den Scharfsinn angeht. Dieser Mensch war einfach nicht nur eloquent, er war auch sehr scharfsinnig. Also er hat Dinge direkt auf den Punkt gebracht. Und ich habe das sehr geliebt und immer auch mit einem gewissen Sarkasmus, mit einem gewissen Humor. Und
Der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir sehr viele seine Vorträge angehört und angeschaut. Und da habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, lies mal ein Buch von ihm. Es ist aber nicht die Biografie, sondern dieses Buch heißt Gegenspieler. Gegenspieler, und das ist mehr eine Mischung von Malcolm X und Martin Luther. Es handelt von der Zeit der Segregationen in den USA, als Schwarze zum Beispiel nicht in den gleichen Restaurants wie die Weiße sitzen dürften. Also als der Rassismus am höchsten war. Und viel scheint sich in Amerika natürlich seitdem nicht verändert zu haben. Die Pogrome haben einfach nur einen neuen Namen bekommen und die Menschen haben jetzt angefangen, auch mit den Videos, mit der Handykamera zu filmen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Früher hatten sie sowas nicht. Aber ich sehe gerade, dass ich das Buch nicht finden kann. Ja, ich suche es die ganze Zeit, aber ich finde es irgendwie nicht. Ja, ich zeige es euch, wie gesagt, ein anderes Mal. Ich kann es einfach nicht finden. Ihr könnt es ja selbst mal in YouTube bzw. in Amazon oder Ding nachschauen und es suchen. Ist eines meiner Lieblings. Ah, da ist es, da ist es, da ist es, Freunde, da ist es. Ihr seht ja, wie gesagt, dieses Video mache ich ja, wie ich meistens Videos mache, sehr spontan. Nicht spontan, aber in dem Sinne, dass ich mich jetzt nicht hier vorbereitet habe und alle Bücher durchgegangen bin, damit ich weiß, wo ich was sage, sondern ich möchte, dass meine Videos nicht so künstlerisch sind, sondern lebhaft. Dass sie echt sind. Das hier. Das ist das Buch. Kann ich nur empfehlen, habe ich schon zweimal gelesen. Eines der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Ich will es einfach dahin legen und dann später einräumen. So, danach habe ich eigentlich nur noch Sach- und Fachbücher gelesen. So, das ist eigentlich bis jetzt, ich muss Hand wechseln, fünf Sätze links, fünf Sätze rechts. Das war eigentlich der Grund, warum ich mit dem Lesen begonnen habe dann, weil ich mich für bestimmten Themen interessiert habe. Ich wollte nur Sach- und Fachbücher lesen. Also ich habe noch keine Romane gelesen. Ich war auch sehr abgeneigt gegenüber Romanen. Ich dachte, was bringt ein Roman? Es ist einfach nur zum Genießen da. Man denkt nicht wirklich nach. Es ist keine Anregung, kein Anstoß, um sich Gedanken zu machen über das Leben. Und deswegen war ich ja wirklich von Romanen halt abgeneigt und habe nur Sach- und Fachbücher gekauft und gelesen. Und da kommen wir auch gleich dazu. Das waren meistens über Ideologien, Politik, Wirtschaft. Und umso mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich mich dann dafür interessiert. Wir haben hier alles Mögliche. Wir haben hier von Schwarzbuch Kommunismus über Kommunismus, die gesamte Geschichte, das sind über 1000 Seiten. Schwarzbuch USA, die gesamte Geschichte der USA. Also ich habe eigentlich viele Schwarzbücher. Schwarzbücher finde ich halt auch interessant. Schwarzbuch Kapitalismus, dann hatten wir hier, dann habe ich gelesen, Schwarzbuch Öl, irgendwo ist Markenfirmen, irgendwo ist auch Globalisierung, das ist gleich hier. Deutschlandakte, also das sind so mehr so Sachen über halt so Demokratie und was da alles schiefläuft. Sehr viel Wirtschaft, sehr viel Ideologie, sehr viel Politik. Dann habe ich mir auch so sehr spezifisch politische Bücher geholt, wie das hier, Klassiker des politischen Denkens. Da sind die ganzen Politiker aufgeführt, angefangen vom meistens 6. Jahrhundert schon, also über die gesamte Geschichte, alle Menschen, die bestimmte Ideen etabliert haben, beziehungsweise sich seitdem die Ideen sich etabliert haben. Also immer die ersten, die bestimmte Gedanken und ein bestimmtes Gedankengut vertreten haben. So Gleichheit, Freiheit, Gleichberechtigung und. Und auch die Gewaltenteilung. All das, also woher kam das und wer hat das Stein ins Rollen gebracht? Sehr interessant, ja. Also angefangen, eigentlich fängt das schon so sogar 500 vor Christus an, also bei Sokrates, Platon, Aristoteles und dann geht es weiter bis in die Neuzeit. Ja, also hier habe ich auch so philosophische Bücher. Das ist eines der Bücher, die ich auch empfehlen kann, wenn sich jemand für Philosophie interessiert. Das ist, wie heißt der Typ nochmal? Bertrand Russell, Philosophie des Abendlandes. Ihr seht ja hier sehr viele Markierungen. Ah ja, ich kann auch zu den Markierungen gleich kommen. Also da erkennt man meistens, welche Bücher ich schon gelesen habe und welche nicht. Weil hier, also wenn ich jetzt die ganzen Bücher rausnehmen würde, ihr seht hier, habe ich sehr viele Markierungen. Sehr viele. Warum mache ich das Ganze? Und zwar, immer wenn etwas Spannendes aufkommt, wenn mich etwas interessiert, wenn mir etwas gefällt, wenn ich irgendeine Analogie zu der Gegenwart schaffe oder wenn mich etwas anregt, selbst zu denken, dann mache ich mir eine Markierung und kann es immer wieder nachschlagen. Also ich muss dann diese Stelle nicht mehr in dem Buch suchen, sondern ich kann direkt nachschlagen. Oder wenn ich über ein bestimmtes Thema spreche und ich weiß, dass ich jetzt genau aus diesem einen Buch diesen einen Satz benötige, diese Passage aus diesem Buch, dann kann ich nachschlagen, dann weiß ich ganz genau, wo ich zu suchen habe.
Es gibt so einen sehr schönen Satz, den habe ich mal irgendwo gelesen. Wissen ist zu wissen, wo man Wissen nachschlägt. Ich fand das sehr interessant und sehr gut, weil alles kann man sich nicht merken, aber es ist schön zu wissen, wo man das Wissen, das man gerade benötigt, nachschlagen kann, wo es zu finden ist. Deswegen finde ich auch so eine riesige Bibliothek in der Wohnung zu haben extrem geil, weil man kann nicht alles im Internet finden. Und so weiß man es auch, kann man es auch auf die Schnelle wieder finden, was man gerade benötigt. Zum Beispiel, kann ich euch irgendwas zeigen? Das sieht dann so aus. Warte, ich muss mal irgendeine Stelle. Genau so. Dann mache ich mir so mit Marker. In unterschiedlichen Farben. Das hat meistens für mich einen Sinn. Ich habe ein System dahinter. Das wird jetzt jemand nicht verstehen, der es nicht kennt. Aber je nach Farbe hat es auch eine bestimmte Bedeutung für mich. Ja, davon gibt es viele. Also ich könnte jetzt alle möglichen Bücher rausnehmen hier, die ich schon gelesen habe. Und die haben eigentlich alle so etwas, wie gesagt, und sind, also die Markierungen, das dauert wirklich sehr lange. Deswegen brauche ich für Sachbücher und Fachbücher meistens etwas länger, weil ich, wie gesagt, diese Bücher lese, um etwas zu lernen. Es geht nicht darum, die Bücher zu genießen. Also primär geht es mir und hauptsächlich nur um das Wissen. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, mehr Bücher zu lesen, um einfach Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, Selbstbildung. Meistens lerne ich autodidaktisch viel besser, als wenn ich irgendwie studieren würde. Ich hatte auch mal so einen Gedanken zu studieren, aber dann habe ich das wieder irgendwie abgeschossen, weil seit ich mich alleine damit beschäftige, lerne ich irgendwie viel mehr. Aber studieren kann man sowieso immer irgendwann mal. Jetzt bin ich viel mehr für das Autodidaktische, also dieses Selbststudium. Und das läuft bis jetzt ganz gut. Also Sachbücher, alle möglichen Themen, auch jetzt über Astronomie und Physik und alles Mögliche, obwohl davon lese ich jetzt nicht sehr viel, aber da sehe ich zum Beispiel das Weltgeheimnis, da geht es um, also mehr um Galileo und Kepler, auch biografisches Buch, aber auch allgemeines über Kopernikus und über also die Entwicklung vom heliozentrischen zu geozentrischen Weltbild durch die kopernikanische Wende, als er halt entdeckt hat, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern umgekehrt, dass die Sonne im Mittelpunkt ist. Das war ja zu damaliger Zeit, 15. Jahrhundert, 16. dann ja ein sehr großes Eklat ausgelöst, weil die Kirche damals auch allen möglichen Abweichungen von ihrem Dogma verboten hat. Das haben sie nicht zugelassen. Auch sehr interessante Geschichte, hat mir sehr gut gefallen. Also solche Bücher lese ich auch gerne. Und sehr viel Geschichte. Also ich lese sehr viel Geschichte, weil ich finde, dass man Geschichte unterbewertet, beziehungsweise unterschätzt, wäre das ein richtigere Wort, weil durch die Geschichte lernt man auch die Gegenwart viel besser zu verstehen und kann die Zukunft antizipieren ein bisschen, ja? Also prognostizieren, dass man ungefähr weiß, wie es kommen könnte. Und da habe ich einen sehr schönen Satz gelesen in dem Buch. Und seht ihr, hier, die Markierungen sind jetzt sehr praktisch. Ich lege euch mal kurz ab. Einen Moment. So. Jetzt zeige ich euch zum Beispiel, mir ist gerade was eingefallen und ich kann jetzt sehr einfach nachschlagen, um es euch im genauen Wort wiederzugeben und nicht nur ungefähr. Ich weiß ganz genau, wo ich genau das Wissen, was ich jetzt brauche, nachschlagen kann. Und es ist genau hier. Deswegen liebe ich Markierungen. Ich habe sie hier markiert. Pass auf, ich lese den ganzen Satz. Aber Leidenschaft und Parteigeist machen unsere Augen blind. Und das Licht, das die Erfahrung spendet, ist eine Laterne am Heck, die nur die Wellen hinter uns erleuchtet. Das Bild ist schön, seine Botschaft jedoch irreführend. Denn das Licht auf den Wellen hinter uns sollte uns in die Lage versetzen, Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Wellen vor uns zu ziehen. Letzten Satz nochmal. Das Licht auf den Wellen hinter uns sollte uns in die Lage versetzen, Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Wellen vor uns zu ziehen. Also, Analogie zur Geschichte halt, das ist ein bisschen metaphorisch gemeint, dass auf dem Heck ein Licht die Wellen hinter uns erleuchtet, dass man, wenn man sie einfach anschaut, dass man dadurch Rückschlüsse auf die vorderen Wellen ziehen könnte. Also du schaust nur hinter deinem Schiff die Wellen an und dann weißt du ungefähr, wie sie treiben. Ja? Ist es jetzt sehr hektisch oder ist das Wasser klar, dann weißt du auch, dass das Wasser vorne klar ist oder hektisch sein wird. Und das ist so eine Analogie zur Geschichte, warum Geschichte wichtig ist, dass man halt auch Rückschlüsse auf die Zukunft und Gegenwart schließen kann. Ja, coole Sache. Also von Geschichte habe ich viel, ich führe euch einfach rum. Dann habe ich auch dann habe ich mich auch für die ganzen Aufklärer interessiert, für die ganzen Philosophen im Allgemeinen.
Ich hab jetzt philosophische Bücher im Allgemeinen von, also chronologisch geordnet und von den einzelnen Interpreten, also von den einzelnen Literaten nochmal persönlich, zum Beispiel Immanuel Kant, ein richtig, richtig schwieriges Buch. Also das kann man jetzt nicht einfach so lesen, kann man mehr so als Nachschlagewerk benutzen, außer man will jetzt Philosophie studieren und sonstiges. Nietzsche haben wir hier, Rousseau haben wir hier. Was haben wir noch? Was haben wir noch an Philosophie, was man jetzt zeigen könnte? Einzelne Persönlichkeiten. Wie gesagt, das meiste ist schon in dem Buch, wo alles sehr komprimiert wiedergegeben worden ist. Ja, ich glaube, ich hätte doch meine Bücher zuerst mal anschauen sollen und dann das Video machen. Aber, wie gesagt, macht nichts. Vielleicht könnt ihr einiges finden, was ich nicht sehe. Kommen wir zu den Romanen. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, also als ich mich mehr für das Lesen und für die Bücher an sich interessiert habe. Irgendwann hat es angefangen, Klick zu machen und mir ging es nicht mehr nur ums Wissenerwerb. Also ich habe nicht mehr gelesen, nur um Wissen zu sammeln, sondern ich habe angefangen, Bücher als Bücher zu lieben. Also Bücher allgemein zu lieben, Bücher auch zu besitzen. Ihr seht hier, ich mag es einfach, Bücher zu besitzen. Ich mag es, Bücher zu sammeln, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt bestimmt das nicht lesen werde, wenn es schön aussieht. Und das Lesen an sich habe ich dann angefangen zu lieben, ja, bis es schon fast so eine Monomanie wurde, also fast schon zu einer Sucht. Ich war von wirklich schon obsessiv, also ich müsste jeden Tag einige Stunden lesen, sonst ging es mir einfach schlecht. Und da habe ich dann angefangen, mich für Klassiker zu interessieren. Ich dachte, okay, komm, lass doch mal anfangen, Klassiker zu lesen. So, was sind so die Klassiker der Literatur? Gib denen mal eine Chance. Und ich habe dann angefangen, das allererste Buch, glaube ich, das allererste Roman, was ich gelesen habe, und ich bin wirklich froh darüber, weil das war auch eines der besten, ist von Charles Dickens, Eine Geschichte aus zwei Städten. Kann ich euch allen nur empfehlen. Am Ende, ja, ist mir vielleicht ein Träne runtergerutscht. Ich weiß es nicht, könnte sein. Ah, hier habe ich noch Machiavelli. Machiavelli, da haben wir genau was gefunden. Aber wie gesagt, das war eines der ersten Romane Charles Dickens. Dann habe ich die Elenden, Les Miserables von Hugo. Auch ein richtig geiles Buch, hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, okay, jetzt geht's ab. Ja, also die Romane, muss ich sagen, ich bin falsch gelegen. Ich habe selbst aus den Romanen sehr viel lernen können. Vor allem geschichtliche Romane, Romane, die eine bestimmte Zeit, also in einer Zeit erzählen, eine bestimmte Atmosphäre wiedergeben, reflektieren. War richtig geil. Dann ging es zu Schuld und Sühne, Dostojewski und dann habe ich mir gedacht, alles klar, Dostojewski hat mir richtig gut gefallen. Ich hole mir gleich mehr von Dostojewski und dazu kommen wir dann noch. Fontane habe ich auch gelesen, war das, glaube ich, von Fontane, oder? Ja, ich glaube, das war Ephibrist, habe ich von Fontane gelesen und Irrungen und Wirrungen habe ich auch von Fontane gelesen. Ja, so mehr so Frauenromane eher, würde ich jetzt sagen. Aber Ephibrist fand ich jetzt nicht so schlecht, nur dass die Effi mich etwas genervt hat und gestört hat. Kann man vielleicht irgendwann noch darauf eingehen, aber ja, Charles Dickens hat mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich mir David Copperfield geholt. Und da gibt es noch einen von Oliver Twist. David Copperfield und Oliver Twist kam mir schon sehr, sehr gleich vor. Ich war jetzt nicht so berauscht von dem, aber wie gesagt, dafür macht es eine Geschichte aus zwei Städten wieder gut, weil das einfach richtig, richtig gutes Buch war. Ja. Wir gehen mal weiter, weil ich schließe jetzt mal direkt an zu Dostojewski. Von Dostojewski habe ich mir dann gleich einen gesamten Band geholt. Das war so ein Auszug. Da gab es im Internet eine Dame, deren Tante gestorben ist oder so in die Art, und sie hat ihr Bücher vererbt, viele. Aber sie hat nicht gelesen und wollte die Bücher verkaufen. Sie wollte es loswerden, damit sie die Wohnung schnell räumen können. Und aus dem Grund habe ich es geschafft, sehr günstig Bücher zu kriegen. Also ihr seht hier Bücher, eine gesamte Reihe, und die habe ich alle quasi für 10 Euro bekommen. Ja, so müssen wir vorstellen. Die sind eigentlich viel mehr wert. Und das ist es in einer Gesellschaft, in der das Lesen nicht mehr so viel wert ist und so viel Anerkennung kriegt und die meisten Menschen so ihr Geld für den Fernseher ausgeben, habe ich es einfach einfacher, so wie andere Bücherwürmer, die dann sehr günstig Bücher erhalten können. Das ist vielleicht etwas wiederum Schlechtes für die Schriftsteller heutzutage, aber jedes Pro hat da auch ein Kontra. Und so habe ich von Dostojewski fast alles gelesen. Also ich glaube, eines der letzten Werke, die ich noch, oh, da ist das Schiff. Seht ihr, ein Auge, so, mein Auge fällt das direkt auf.
Aber ich bin hier noch nicht eingezogen. Ihr seht hier, meine Wohnung ist nicht fertig. Ich bin hier noch nicht eingezogen. Deswegen kommt noch das Video von Roomtour. Ich werde euch noch die gesamte Wohnung besser zeigen, weil es fehlen hier noch einige Feinschliffe, ein paar Nuancen, die noch gemacht werden müssen, wie Vorhang, Duschvorhang, ein bisschen sauber machen, putzen und dann kommt noch die Matratze rein und dann kann ich mich hier zur Ruhe setzen. Hier unten haben wir so alle Arten von alten Persönlichkeiten, Philosophen, Politiker, alles Mögliche. Von denen habe ich nur einzeln gelesen, meistens aus in anderen Büchern. Hier haben wir Theodor Storm. Von ihm habe ich Schimmelreiter gelesen. Ich glaube, das heißt Schimmelreiter, hoffentlich. Gutes Buch. Thomas Mann, Buddenbrooks habe ich gelesen. War okay, wie gesagt, vielleicht ein bisschen überbewertet. Die Leute zucken immer so aus. Ich fand es nicht so besonders, aber es war okay. Zauberberg werde ich wahrscheinlich auch noch lesen, ist auch ein Klassiker. Hier haben wir Ellen, wie heißt nochmal? Ellen Poe, Ellen Arthur, irgendwas mit Ellen Poe oder so. Ellen Arthur Poe oder so, der schreibt, glaube ich, mehr in Horrorgenres, wenn ich mich nicht irre. Der ist so mehr so im Bereich Thriller und Horrors unterwegs. Von denen habe ich auch ein, zwei Sachen gelesen, sind meistens etwas kürzer. Genauso ähnlich wie H.G. Wells, also Herbert George Wells heißt er, glaube ich. Von ihm habe ich hier leider nichts, aber schon auch ein, zwei Sachen gelesen. Also ich habe hier nicht alles, was ich schon gelesen habe, nur dass ihr wisst. Ja? Einige Sachen habe ich nur so beiläufig gelesen oder die Bücher nicht, ich besitze die Bücher nicht mehr oder habe es vielleicht mal irgendwie am Handy gelesen, obwohl ich kein Fan davon bin. Ich liebe es, Bücher zu lesen als Buch. Ich mag es nicht so Kindle oder am Handy lesen. Nur kleine Beiträge, kleine bestimmte Themen, Zeitungsartikel, was auch immer, aber Bücher, ich muss dieses Gefühl in meinen Händen halten, dass dieses Papier riechen, dieses Papier füllen, das ist einfach so, man kann es nicht beschreiben, ja, da kommt ein Handy oder so ein Kindle nicht an. Das Gefühl hat mir auch nie gefallen. Außerdem möchte ich Markierungen machen die ganze Zeit. Ohne Markierungen geht es einfach nicht. Da oben haben wir eine Klassikerreihe. Ja? Es gibt einige Bücher, die doppelt vorhanden sind. Zum Beispiel Oliver Twist sehe ich gerade. David Copperfield, zweiteilig. Die Bücher habe ich auch drüben. Und das ist, was ich eigentlich erreichen wollte. Als ich angefangen habe, mich für die Bücher zu interessieren und einfach nicht nur, um mir Wissen anzueignen, sondern rein ästhetisch. Ich wollte einfach ein schönes Bücherregal haben. Ich hatte sogar einen Traum vor einem Jahr, so ähnlich wie Martin Luther halt, nur dass mein Traum in Erfüllung ging. Da wollte ich eine Wandbibliothek. Ich wollte in meiner neuen Wohnung eine gesamte Wand voll mit einem Bücherregal und voll mit Büchern. Das einzige Manko ist diese Stelle hier. Ja, es geht nicht durch die gesamte Wand, aber diese Wohnung ist ja auch 5,20 Meter lang, also das wäre wirklich schwierig, 5 Meter Regal zu finden. Aber hier kommt dann noch was, also da kann ich hier noch was hinstellen, weil ihr seht, ich habe bald keinen Platz mehr. Das war ein Traum von mir. Mein nächster Traum ist dann irgendwann in 10, 20 Jahren, da will ich ein Zimmer haben, nur mit Büchern. Also die gesamte Wand, so wie es hier sieht, möchte ich auf allen Wänden haben. Und in der Mitte einfach nur so ein Teppich und ein Stuhl. Das ist so das nächste Ziel quasi irgendwann. Aber das reicht mir jetzt vollkommen. Und als ich angefangen habe, die Bücher schön zu finden und ich wollte die Bücher unbedingt besitzen, habe ich mir angefangen, Konvolute zu kaufen. Also Bücher im Konvolut von einem Verlag und von einem Literaten alle seine Werke. So wie Dostojewski hier zum Beispiel. Dostojewski wollte ich unbedingt alle seine Werke besitzen. Und ich habe die eigentlich schon alle gelesen, bis auf, glaube ich, ein oder zwei Werke von ihm habe ich noch nicht. Ansonsten alle seine großen Werke wie Brüder Karamasow, Schuld und Sühne, Der Idiot, Die Dämonen habe ich schon alles durch. Und einige, nur ein, zwei fehlen mir noch, glaube ich. Dann habe ich Dostojewski durchgespielt. Das sind auch einige, nein, das sind meistens so französische Schriftsteller. Wir haben hier Guy de Maupassant, komischer Name, ich hoffe, ich spreche es immer richtig aus. Stendhal. Honoré de Balzac, von ihm habe ich hier oben auch noch fast alle seine Werke. Sowas hätte ich sehr gerne. Also ich hätte gerne von allen Literaten alle ihre Werke im Konvolut und am besten im Schuber noch dazu. Und das ist, was ich liebe. Also ich wollte nicht so einzelne Werke haben, sondern die fand ich irgendwann nicht mehr so schön. Ich wollte wirklich von allen Schriftstellern, die ich mag und lese, so wie Emile Zola, alle ihre Werke haben. Alle. Einfach so, wirklich so pro Reihe. Hier haben wir auch von. Oh Mann, die sind hier. Oh Mann, das tut mir in den Augen weh. Das regle ich noch. Da oben ist Knigge, nicht ausgepackt. Hier haben wir noch Tolstoi. Tolstoi habe ich auch einzelne Werke gelesen.
Sehe ich auch, gerade dass hier auch zwei schief sind. Oioioioi. Genau, von Tolstoi habe ich ein, zwei Werke gelesen, da habe ich mir gedacht, das war, glaube ich, Anna Karenina und Haji Murat. Anna Karenina ist mehr so auch so ein bisschen Frauenroman, so, ja, mehr so um Liebe und so. Ist nichts für mich, sowas, so romantische Romane. Man lernt ab und zu mal so im Hintergrund einiges an Geschichte, einiges an Kultur vielleicht und einiges Situatives zu damaliger Zeit, was für Normen dominiert haben, was für Ideen dominiert haben in dieser Zeit. Dieser Aspekt ist wiederum interessant, aber so die Haupthandlung, die Essenz des Romans ist dann so eher vielleicht für Frauen geeignet. Wie gesagt, mir gefällt es nicht, aber ich lese sie trotzdem alle, weil sie Klassiker sind. Also so Klassiker, so wie, keine Ahnung, von Jane Austen, Schuld und Vorurteil, oder da gibt es noch so ein klassisches Frauenroman, dessen Name es mir nicht einfällt. Oh ja, von Brontë war das, glaube ich, Jane Eyre. Jane Eyre ist das, glaube ich, auch so ein klassisches Frauenroman, obwohl mir das wiederum schon eher gefallen hat, so wie Schuld und Vorurteil, hat mir doch besser gefallen, weil mir die Story auch eher zugesagt hat, als jetzt Anna Karenina. Ja, Jane Austen ist das, glaube ich, die Schriftstellerin. War ein ganz gutes Buch, muss ich sagen, ja. Und was können wir noch sagen? Da unten haben wir die gesamte Geschichte der Literatur. Das habe ich mir so geholt. Sehr günstig, auch sehr günstig. Hier haben wir Dürrenmatt, alle seine Werke. Und da haben wir auch so eine Ausgabe von einem bestimmten Verlag, die alle Klassiker einfach so produziert haben damals. Ich habe leider nicht alle, wie ihr seht. Und von dem hätte ich sehr gerne alle. Einfach alle von denen. Alle von ihm, alle von Balzac. Und ich möchte gerne so wie bei Dostoevsky, würde ich sehr gerne alle ihre Reihen vollenden. Von dieser Ausgabe von Klassiker habe ich auch viel zu wenig. Ihr seht hier nur 7 Stück, glaube ich, oder 8. So wie das hier da oben. Da hat ein Verlag einfach alle Klassiker oder die Klassiker, die ihr für am wichtiger halt hält, ausgegeben. Und das würde ich weiß nicht mal, ob die Sammlung vollständig ist. Kann sein, dass mehr da sind, aber so in Bänden, das liebe ich. Ich liebe es, Bücher in Bänden zu haben. Am liebsten hätte ich von einem Schriftsteller einfach alle seine Werke als Band, alle in derselben Farbe. So gemischt mag ich es nicht so. Ich bin kein Fan davon. Einige mögen es. Ich bin kein Fan davon. Wie gesagt, bei Sachbüchern bleibt mir nichts anderes übrig, aber bei Romanen wenigstens möchte ich auch eine Ästhetik haben. Hier haben wir das 20. Jahrhundert in Bild, Wort und Schrift und Ton. Die gesamte Ausgabe kostenlos bekommen im Internet. Jemand wollte es raus. Ich dachte, geil, ich nehme es gleich. Von Koron Verlag. Ein sehr edler Verlag. Ich weiß nicht, ob sie heute noch sowas produzieren. Neupreis 2.000 € oder so, früher 2.500, genauso ähnlich wie hier die großen 600 Persönlichkeiten der gesamten Geschichte, angefangen von der Antike bis zur Neuzeit. Richtig chillig, sieht auch sehr schön aus. Wollte ich unbedingt haben, auch günstig bekommen. Brockhaus, eine Enzyklopädie. Also ihr seht hier Bücher, die lese ich nicht. Das sind mehr Nachschlagewerke. Also hier die Persönlichkeiten kenne ich viele schon von anderen Büchern, ja, sehr viele. Hier ist einfach nur eine Enzyklopädie. Ja. Es gab nicht immer es gab nicht immer Internet. Wikipedia hat sich immer gegeben. Ja. Es gab eine Zeit, wo Menschen sich selbst über Bücher informieren müssten und haben immer Sachen nachgeschlagen. Wenn sie vielleicht für die Schule, für ihr Abitur, für ein Studium was vorbereiten müssen, müssen sie es nachschlagen. Ich finde es schön, etwas sowas im Haus zu haben, aber sollte mein Bücherregal irgendwann mal zu voll sein, dann ist das Erste, was rauskommt. Ich habe es auch kostenlos bekommen, ich würde es einfach verschenken, weiter verschenken, weil ich kann damit jetzt nicht sehr viel anfangen. Es sieht schön aus, kann man vielleicht irgendwann brauchen, aber ich möchte noch viele andere Sachbücher lesen, die auf der Liste stehen und geschichtliche Bücher. Da würde das als Erster rauskommen. Dann haben wir hier russische Klassiker. Von Gorki, von Turgenev, von denen habe ich noch nichts gelesen. Gontscharow habe ich schon gelesen. Oblomow, richtig, einer meiner Lieblingswerke, Oblomow von Gontscharow, kann ich euch nur empfehlen. Gogol, die Totenseelen habe ich auch gelesen. Richtig gut. Also hier sind mehr so die russischen Klassiker, auch leider nicht alle. Ihr seht hier, also die gesamte Reihe könnte dann nicht voll sein. Ich finde es schade, dass ich nicht alle davon besitze, weil ich kann mich ganz genau erinnern, das Bücherregal, von dem ich das gekauft habe, war genauso groß, wie was ich habe. Und da waren wirklich in den Bändern, in diesem Konvolut war alles voll. Und ich habe leider nicht alle gekauft, sondern nur einige. Echt schade, aber damals
wusste ich einfach nicht, wer die Schriftsteller sind. Ich habe es einfach nur gekauft, weil es günstig war und ich dachte, irgendwann würde ich es lesen. Würde ich jetzt zurück in die Zeit gehen, würde ich einfach ihr gesamtes Bücherregal abkaufen. Hier habe ich Dostojewski nochmal von einem anderen Verlag. Auch fast alle seine Werke, fast alle. Weil da oben habe ich auch Tagebücher und so weiter. Also alles, was er an Essays geschrieben hat, an Romanen, an Tagebücher. Hier habe ich nur die Romane. Das ist auch schön, gefällt mir. Aber wenn mein Bücherregal zu voll wird, dann verschenke ich das einfach. Also ich verkaufe ungern Bücher. Wenn, dann verschenke ich es an Bekannten oder an Zuschauer vielleicht, ein Gewinnspiel machen irgendwann. Hier habe ich die gesamte Weltgeschichte von Weltbild, Weltbild Verlag. Ich habe sowas öfter, aber nicht hier. Also die Weltgeschichte von unterschiedlichen Verlegern, das sowas mag ich. Zum Beispiel hier auch Weltgeschichte in 10 Bänden. Und da unten habe ich einfach nur die Bücher, die noch so schön, nicht so schön aussehen. Ja, also das sind so mehr, hier mehr Shakespeare, hier haben wir Stifter, Adelbert Stifter nehme ich mal an. Von denen habe ich auch ein, zwei Werke gelesen. Ich glaube, das war Nachtsommer, was ich von Adelbert Stifter gelesen habe. Nachtsommer und Vitiko. Ganz okay. Ich mag seine Art, wie er schreibt. Es ist sehr schön, aber sehr handlungskarg. Also sehr handlungsarm. Da passiert nicht viel in seinen Handlungen. Hier unten auch. So sind so gemischte Romane. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Hier auch wieder David Copperfield. Also manche Werke habe ich es echt fast dreimal. Ich sehe gerade Charles Dickens, David Copperfield habe ich eigentlich dreimal. Einmal hier, einmal da oben als Einzelwerk und einmal dort oben als klassische Ausgabe. Also von unterschiedlichen Ausgaben, von unterschiedlichen Verlage habe ich mehrere Romane. Immer so 2 bis 3 Mal. Hier haben wir Franz Kafka. Richtig kranker Typ. Richtiger Psycho. Von denen habe ich auch alles gelesen. War ganz okay, wie gesagt, jetzt nichts Besonderes, aber man kann halt viel mit seinen Werken anfangen zu interpretieren und eher so für die Schule sicher gut geeignet. Hier haben wir Weltgeschichte der Philosophie, also kleine Weltgeschichte der Philosophie, auch ganz gut. Ich habe viel über viele Philosophen gelesen, auch wenn ich kein Fan der Philosophie bin, trotzdem ist es wichtig zu wissen, woher die Ideen kommen, die unsere Gegenwart dominiert. Franz Kafka nochmal als gesammelte Werke. Freud, Sigmund Freud haben wir hier. Ja, ein bisschen kontrovers. Einiges gut, einiges nicht. Hier haben wir das Wissen der Gegenwart. Auch leider nicht alle Teile. Von denen hätte ich auch gerne alle. Alle einzelnen Bereiche, Wissenschaften und sonst was es Wissenswertes gibt als Einzelwerk. Hier haben wir Volkslehre, Sprachwissenschaften, Weltreligionen, Volkskunde, Soziologie und, und. Tolstoi habe ich euch schon gezeigt. Was bleibt noch übrig? Hier, genau das hier. Fand ich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Da sind 50 Romane von Süddeutsche Zeitung. Es gibt insgesamt 100, glaube ich, aber die anderen 50, 50 bis, also 51 bis 100, die waren irgendwie so zu große No-Names. Und von denen habe ich auch einige gelesen in anderen Werken. Zum Beispiel hier haben wir Kafka oder irgendwo habe ich auch Marcel Proust. Und sonst habe ich, sind es halt auch sehr viele unbekannte Gesichter, einige bekannte schon in anderen Werken, aber habe noch nicht gelesen. Aber es hat mir einfach gefallen, weil es einfach so eine schöne Ausgabe ist und das mag ich einfach, wenn alles so vom selben Verlag ausgegeben wird. So, was kann ich euch noch zeigen? Hier habe ich euch schon alles gezeigt. Wie gesagt, auf die einzelnen Schriftsteller will ich jetzt nicht viel eingehen. Auch eines meiner Lieblingswerke. Wir haben hier Don Quixote. Richtig geil. Ich habe mich kaputt gelacht, glaube ich. Es kommt immer drauf an, wie man es liest. Man kann auch über dieses Buch weinen. Ja, man kann auch sich kaputt lachen. Aber ich will jetzt nicht so viel sagen. Es kommen noch Videos, wo ich mehr darauf eingehen werde. Sonst war es das eigentlich, meine Freunde. Ja, mir fällt jetzt nicht mehr viel ein. Wir haben hier Habsburger, genau, hier haben wir Habsburger, obwohl ich von dem schon 3 bis 4 Werke habe über die Habsburger. Wisst ihr, wie ich das immer mache? Ich kaufe mir immer gerne über ein Thema mehrere Bücher. Also ich kaufe mir niemals ein einziges Buch über ein Thema, sondern immer mehrere von mehreren Schriftstellern und Autoren. Ich möchte eine rein objektive Meinung haben. Wenn ich nur eine Richtung lese von einer bestimmten Seite, dann habe ich also dann habe ich keine objektive Meinung mehr, sondern ich übernehme seine subjektive Meinung. Ich möchte mir selbst Gedanken über mein Thema machen. Ich möchte meine eigenen Ideen, meine eigenen Gedanken haben
und selbst entscheiden, was ich davon halte. Und ich möchte mir nicht eine Meinung von einem Fremden aufgezwungen kriegen. Versteht ihr? Deswegen lese ich gerne immer mehrere Bücher von mehreren Autoren über ein Thema. So wie zum Beispiel Habsburger habe ich 3 Bücher gelesen. Ich glaube, alle 3 Bücher in Zeit von Corona. Da habe ich in 2 Monaten, glaube ich, über 25 Bücher gelesen. Und 3 davon waren über die Habsburger. Ging immer über 500 Seiten. Es war schon sehr lang, aber die Geschichte ist auch extrem. Und genau, das ist auch, was ich euch empfehle für eine objektive Meinung, wenn es vor allem um Geschichte geht, um die auch sehr politisch ist, politisch behaftet, über Geopolitik, solche Themen, Ideologien, immer am besten mehrere Meinungen einholen und dann selbst sich Gedanken darüber machen, nicht immer nur einfach eine Richtung lesen. Das sehe ich halt sehr oft bei Menschen, die ein rechtes Gedankengut vertreten oder die ein linkes Gedankengut vertreten, die lesen immer nur Bücher aus ihrer eigenen Seite. Also die Menschen lesen selten Bücher, weil sie sich an Wissen bereichern wollen, sondern nur, weil sie das, was sie schon wissen, einfach nur bestätigt bekommen können. Also sie möchten nicht die Wahrheit erfahren, sondern nur ihre eigene Meinung bestätigt bekommen. Deswegen sind Leute immer in den Gruppen, wo Menschen ihre eigene Meinung teilen, die lesen Zeitungen, die ihre eigene Meinung teilen, die lesen Bücher, wo die ihre eigene Meinung bestätigt. Also man bestätigt eigentlich die ganze Zeit nur das, was man sowieso schon weiß und an was man glaubt, anstatt auch mal die Gegenseite anzuhören, damit man so objektiv wie möglich ist. Hier sehe ich auch zum Beispiel Robert Musil, ist ein Österreicher, wenn ich mich nicht irre, Österreicher, ein monumentales Werk, aber sehr, 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 sehr handlungsarm. Es passiert nicht viel. Ich habe sehr stark gemerkt, dass er von Dostojewski sehr stark beeinflusst worden ist. Er hat versucht, wie Dostojewski, in seinen Werken immer so philosophische und psychologische Ideen anzukratzen und auch seine eigene Meinung in den Protagonisten, in den unterschiedlichen Charakteren einzusetzen und quasi sie für ihn selbst sprechen zu lassen. Also auch sehr philosophisch, immer wieder wird über Philosophie gesprochen und so. Kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen, außer für jemanden, der jetzt wirklich sehr vertieft in diese Thematik ist und schon alles andere gelesen hat, aber für Anfänger und so, auch leicht Fortgeschrittene, ist das jetzt nicht wirklich jetzt was zum Empfehlen. So, ja, das Video hat doch länger gedauert, als ich dachte. Hier habe ich ganz unten, das sind Biografien, also mehr Biografien. Hier habe ich über Kaiser Nero, Mussolini, auch in Corona-Zeit gelesen. Nero habe ich 2-mal, wie ihr seht. Ganz okay, wie gesagt, vor allem das Mussolini-Buch hat mir sehr viel Neues gezeigt und hat mich über sehr viel Neues nachdenken lassen. Ein gutes Buch. Hey, bleib stehen. So. Don Quixote habe ich auch 2-mal, obwohl ich glaube, dass das nicht die gesamte Ausgabe ist, weil es sieht mir etwas, da sind wahrscheinlich nur 600, 700 Seiten. Decameron, ganz vergessen, von Boccaccio, das Decameron, auch ein ganz gutes Buch. Wie gesagt, einige Passagen, einige Erzählungen, einige Novellen sind etwas frivol, aber einige sind auch lustig. Also in Decameron geht es darum, es ist auf 10 Tage aufgeteilt und in diesen 10 Tagen wird jeweils immer, kommen immer 10 Personen dran, die über ein bestimmtes Thema etwas erzählen. Also es ist in 100 Novellen aufgeteilt. Decameron, Deca heißt ja 10 und 10 mal 10, 100 Novellen und es gibt über alles möglich. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Wenn man etwas Abwechslungsreiches haben möchte, wo es auf jeder zweiten Seite immer um was anderes geht und immer eine neue Novelle kommt, dann ist das empfehlenswert. Und sonst haben wir hier, sehe ich gerade auch Karl Marx, Manifest der Kommunistischen Partei und noch andere politische Werke, über alles Mögliche. Ja, also meistens Sachbücher. Wie gesagt, ich lese wirklich nur um des Lernens willens. Ich möchte mich weiterbilden, Sachbücher, viele, viele Sachbücher lesen. Und ich werde auch natürlich viele Videos machen. Ich werde auch das gesamte Wissen, was ich gesammelt habe, komprimiert in meinen Videos wiedergeben. Also ihr habt das eigentlich gut. Ihr kriegt das Wissen von über 100 Büchern einfach so in ein paar Videos, was eigentlich eine schöne Sache ist. Und Romane sind dann einfach nur so eine Nachspeise. Also das ist die Vor- und Hauptspeise und Romane lese ich als Nachspeise. Weil Romane benötigen nicht so viel, also so viel, wie soll ich sagen, Gedankenkapazität, Gehirnkapazität. Man muss sich so sehr nachdenken, gerade was man liest. Man kann, egal wie müde man ist vom Lesen, am Ende kann man noch so eine Stunde einen Roman lesen.
Und das ist, warum ich eigentlich Romane lese oder wann ich sie lese. Immer so am Ende, nachdem mein Gehirn schon erschöpft ist von den ganzen Sachbüchern, haue ich mir dann noch so einen Roman rein. Ja, wie gesagt, ich kann euch nicht jedes einzelne Buch persönlich zeigen. Ihr könnt ihr selbst, deswegen fahre ich die ganze Zeit hin und her, damit ihr selbst mal einfach euch die Titel anschaut. Industrielle Revolution sehe ich gerade, ist auch so eine sehr schöne Sache, hat mir auch gefallen. Hier haben wir Ilias und Homer Ilias und Odysseus von Homer. Sehr, sehr altes Buch, ich glaube sogar Jahr 750 oder so vor Christus. Ich habe beides schon gelesen eigentlich, glaube ich. Oder ich glaube, nein, ich habe beides. Ich bin mit beiden schon fertig, ja. Ich glaube, das war Ilias, wo es um die Dings geht, um die Troja-Griechenland-Krieg. Da wo Achilles, ihr kennt ja sicher im Film Troja, wo Brad Pitt Achilles spielt, und das ist das hier, Ilias. Obwohl es beim Odysseus auch rückblickend, also rekonstruiert wird und in einer Retrospektion erzählt man dann noch über das Geschehen mit dem trojanischen Pferd. Ganz, ganz gutes Buch, wie gesagt, zwei schöne Werke, muss man gelesen haben, auf jeden Fall, wenn man sich für Literatur interessiert. Aber wie gesagt, es ist nicht im Dings geschrieben, Prosa, also es ist in Reimformen halt. Hemingway sehe ich gerade, habe ich auch gelesen. Hemingway, Josef Roth, Radetzky-Marsch war auch richtig gut. Wie gesagt, schaut, ich liebe Bücher einfach viel zu sehr, und wenn ich jetzt hier davor stehe, würde ich einfach viel zu lange darauf eingehen. Ja, das ist immer so, wenn man eine Obsession für eine Sache hat, wenn man sich für eine Sache sehr begeistert, dann kann man stundenlang darüber reden. Deswegen höre ich es wirklich auf. Ansonsten werde ich wirklich auf die einzelnen Werke eingehen. Es sind schon 40 Minuten. Ich wollte eigentlich 20, 10 Minuten Video machen, aber oh, okay. Eines muss ich noch erwähnen. Eines meiner Lieblingswerke, Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ironischerweise verliert man wirklich seine Zeit, wenn man das liest. 5000 Seiten insgesamt, dieses Roman. Das ist das monumentalste Roman auf der Welt. Mit den meisten Seiten, also über 5000 Seiten hat dieses Roman. Aber es ist in einer Sprache geschrieben, die nicht menschlich ist. Obwohl es nicht mal Originalsprache ist. Ich habe es in Deutsch gelesen. Es ist Französisch die Originalsprache. Der einzige Grund für mich, Französisch zu lernen, wäre, das auf Original zu lesen, in Originalsprache. Es ist einfach nicht normal. Ich liebe es, wenn Sätze über ganze Seiten gehen. Ich liebe es einfach, wenn mit Sätzen gespielt wird. Also wenn ich Romane lese, nicht Sachbücher. Bei Sachbüchern möchte ich wirklich, dass man auf den Punkt kommt. Aber bei Romane geht es nur um den Genuss. Und er hat so gut geschrieben. Er schreibt Sätze, die gehen über zwei Seiten. Und am Ende weißt du nicht mal, um was es ging. Aber es ist richtig schön geschrieben, richtig eloquent. Ich habe so viele Wörter gelernt aus diesem Buch. Distinguiert zum Beispiel. Distinguiert habe ich da wahrscheinlich 100 Mal schon gelesen. Oder Mondaine und oh, richtig gut, um seinen Wortschatz zu erweitern. Und richtig, ja, richtig gutes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Aber hier höre ich jetzt auch auf. Ich schaue noch einmal drüber. Ich bin auf alles eingegangen. Okay, Lexikon. Die Zeitlexikon habe ich noch nicht, glaube ich. Auch ein Lexikon wird auch wegkommen. Falls ich mir andere Bücher anschaffen sollte, so wie diese Klassiker-Ausgaben in anderen Farben von anderen Verlag, dann kommen die Lexikas als erster weg. Ansonsten wird hier wahrscheinlich alles bleiben. Und ja, das war's, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bezweifle, dass alle so lange durchgehalten haben. Aber wenn ja, dann freut es mich sehr. Aber man muss meine Videos auch nicht immer am Stück anschauen. Man kann eine Pause dazwischen machen, einmal an einem Tag, dann am zweiten Tag weiterschauen. Und wir sehen uns, Freunde. So, macht's gut. Hat mich gefreut. Wir sehen uns dann mit dem nächsten Video irgendwann. Und schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch für Bücher interessiert. Es wird jetzt mehr kommen auf jeden Fall. Okay. Jetzt habe ich es gesehen. Das sind noch die einzelnen Werke von meistens deutschen Dichter und Schriftstellern. Ja. Wie gesagt, ich habe es jetzt nur bemerkt, deswegen sage ich es nur. Okay, mach's gut.